Einmal deutlich zu schnell den Abstand unterschritten oder bei Dunkelrot über die Ampel. Ganz schnell droht hier ein Fahrverbot. Meist steht nicht das Bußgeld und die drohenden Punkte, sondern eben genau dieses Fahrverbot im Fokus. Denn auf euren Führerschein könnt und wollt ihr nicht verzichten. Aber kann man so ein Fahrverbot vielleicht aufsplitten in 2x2 Wochen oder zeitlich verzögern? Und was ist eigentlich, wenn gleich zwei Fahrverbote drohen? Kann man die parallel ableisten? Was hier alles möglich ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Mein Name ist Christina Benecke und ich bin Clubjuristin. Und wenn ihr bei allen Themen rund um Auto, Verkehr und Reise immer auf dem Laufenden sein wollt, dann abonniert am besten gleich unseren Kanal. Ein Fahrverbot droht bei besonders groben Verkehrsverstößen. Das heißt, ihr seid extrem zu schnell, unterschreitet den Abstand wesentlich oder fahrt über eine rote Ampel und die ist schon länger als eine Sekunde rot. Wenn ihr euch hierüber informieren wollt, empfehle ich euch unser entsprechendes Video zum Rotlichtverstoß. Ein Fahrverbot steht auch immer dann im Raum, wenn ihr alkoholisiert unterwegs seid und das Ganze noch eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Außerdem kommt ein Fahrverbot auf euch zu, wenn ihr immer wieder Verkehrsverstöße begeht und das Gericht von sogenannter Beharrlichkeit ausgeht. Wenn ihr wissen wollt, welche Strafen bei verschiedenen Verkehrsverstößen auf euch zukommen können und ob es sich vielleicht lohnt, Einspruch einzulegen, dann empfehle ich euch unseren Bußgeldchecker. Den Link auf die adac.de findet ihr unten in der Videobeschreibung. Geregelt ist das Fahrverbot übrigens in § 25 des Straßenverkehrsgesetzes, kurz StVG. Sinn und Zweck des Fahrverbots ist es, dem Fahrer deutlich zu machen, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war. Es soll sozusagen erzieherisch auf den Fahrer eingewirkt werden, eine Art Denkzettelfunktion. Sofern kein Verfahrensfehler vorliegt und das Verfahren bereits deswegen eingestellt wird, ist ein Umgehen des Fahrverbotes nur dann möglich, wenn ihr für euren konkreten Fall nachweisen könntet, dass die Abgabe des Führerscheins eine existenzielle Härte darstellen würde. Ihr würdet also eure Existenz verlieren, wenn ihr nun für 1, 2 oder 3 Monate den Führerschein abgeben müsstet. Und die Hürde dafür liegt sehr hoch und ist, wie gesagt, immer für jeden Einzelfall genau zu begründen. Im Bußgeldverfahren wird zwischen Erst- und Wiederholungstätern unterschieden. Der Ersttäter kann den Beginn des Fahrverbotes wählen. Er hat hier 4 Monate Zeit ab Rechtskraft der Entscheidung, um sein Fahrverbot anzutreten. Er wählt also den Beginn selbst. Anders beim Wiederholungstäter. Er hat nicht die Möglichkeit, sich den Beginn auszusuchen. Das Fahrverbot wird mit Rechtskraft seiner Entscheidung wirksam und dann muss der Führerschein abgegeben werden. Aber wann tritt denn nun eigentlich Rechtskraft ein? Rechtskraft tritt ein, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Das heißt, wenn ihr einen Bußgeldbescheid erhalten habt und innerhalb von 2 Wochen keinen Einspruch einlegt. Dann ist es so, nach Ablauf dieser Zeit tritt automatisch Rechtskraft ein. Oder wenn ihr Einspruch eingelegt habt und diesen dann zurücknehmt. Da habt ihr die Möglichkeit, sozusagen den Beginn der Rechtskraft selbst zu steuern. Oder wenn es ein Urteil gibt und man hiergegen nicht mehr vorgehen kann. Antreten kann der Ersttäter nun das Fahrverbot eben innerhalb von 4 Monaten ab Rechtskraft. Es muss auch nicht immer der erste des Monats sein, an dem sozusagen das Fahrverbot angetreten wird. Außerdem beginnt das Fahrverbot erst dann zu laufen, wenn wirklich der Führerschein auch in amtliche Verwahrung gelangt ist. Übrigens, der Februar als kürzester Kalendermonat bietet sich durchaus für den einen oder anderen an, hier sein Fahrverbot abzuleisten. Und jetzt zur eigentlichen Frage des Aufsplittens eines Fahrverbotes. Auch wenn die Idee verlockend ist, hier 2 Wochen, da 2 Wochen oder einen Monat im August, September wieder fahren und dann den Rest ableisten, aber nein, ein Aufsplitten des Fahrverbotes ist nicht möglich. Ihr müsst das Fahrverbot am Stück ableisten. Wer immer wieder zu schnell fährt, dem kann es natürlich passieren, dass er kurz hintereinander geblitzt wird, und zwar mehrfach und das richtig. Hier können natürlich auch Fahrverbote in verschiedenen Verfahren im Raum stehen. Was ist eigentlich, wenn ihr nun mit 2 Fahrverboten beispielsweise konfrontiert seid? Könnt ihr die vielleicht so legen, dass ihr sie zeitgleich ableisten könnt? Nein, das geht nicht. § 25 Absatz 2b StVG sagt ganz klar, dass eine parallele Vollstreckung nicht möglich ist. Ihr müsst sie sozusagen nacheinander ableisten.
Wann die Fahrverbote starten, hängt wiederum von der Rechtskraft des jeweiligen Verfahrens ab. Ist das Fahrverbot unumgänglich, so könnt ihr aber den Beginn des Fahrverbotes zeitlich verzögern. Wichtig ist, ihr müsst dafür unbedingt Einspruch einlegen, denn damit könnt ihr den Eintritt der Rechtskraft nach hinten verschieben. Denn so ein Bußgeldverfahren dauert leicht einige Monate. Wichtig zu wissen ist auch, dass ihr jederzeit einen eingelegten Einspruch im Laufe des Verfahrens zurückziehen könnt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie lege ich denn nun eigentlich korrekt Einspruch ein, dann empfehle ich euch unser entsprechendes Video.